Ich kann mir jetzt sagen, ja, das Leben ist wunderbar. Ne? So, heute fange ich erst um 11.30 Uhr an. Das nervt mich ein bisschen. Aber gut, nicht wirklich. Ne? Mal sehen, wie es heute so. Was ist denn hier los? Ah ja, okay. Was wollte ich denn sagen? Ja, folgendes mal. Also mit die Politiker, das ist doch wirklich. Also da fehlen mir die Worte. Die gehören alle in den Knast, nein. Ja? Diese ganzen Politiker, ja? Und diese Konzerne wie Monsanto zum Beispiel, ja. Ihr müsst euch mal vorstellen, die bestechen die Leute, damit die ihre Gesetze durchkriegen. Ich sage ja, das ist alles verkommen, das muss weg. Ja? So, ich muss mal näher ran hier. Ja, jetzt so ein Mist mit diesen scheiß Politiker, ja, das regt mich wirklich auf. Die, also, muss ich echt sagen, ja. Was die für Politik machen, ist eine Frechheit. Ja? Und damit meine ich nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Ja? Wird Politik gemacht nur für Reiche. Da hat sich noch nie was geändert, bis heute nicht. Ja? Aber irgendwann wird sich auch das ändern. Ja? Und das freut mich. Juhu! Und ich erlebe das vielleicht sogar noch. Vielleicht erlebe ich das noch. Ja, wie die Menschen alle auf die Straße gehen und sich sagen, wir haben die Schnauze voll von diesen Wichser. Ja, nichts machen die. Für nichts ist Geld da. Nur für sie ist Geld da. Ja? Ja, wenn ich jetzt sehe, wenn ich den Wahlkampf jetzt hier schon wieder beobachte, ja, da könnte ich mit einer Maschine mehr, wieso nicht? Ich bin ja kein Waldtäter, aber einsperren. Einsperren würde ich die bei Wasser und Brot. Bei Wasser und Brot, und das meine ich ernst. Ja? Damit die mal wissen, wie das ist, wenn man arbeiten muss für seinen Lebensunterhalt. Ja? Das wäre gut, dass sie die Erfahrung mal machen. Wenn ich daran denke, okay, was der Strom heute kostet. Was der Strom heute kostet, das ist unglaublich. Und diese Wichser von Politikern kümmern sich nicht darum. Und wenn dieser, nee, also, okay, Bienstein, also, bei aller Liebe, das hört auf, das interessiert mich nicht mehr. Habe ich keinen Bock mehr drauf, ja. Mal was anderes wieder, ja. Also, bis zum 15. August. Ja, ach nee, ich habe ja, Mann, das geht ja so nicht. Ich muss ja erst mal mit Christoph reden. Ich schon wieder, ja. Das ist ja sowieso Quatsch. Also ich sehe das ja so wie Christoph mittlerweile und auch Kalle, ja. Beide haben mir gesagt, dass das sehr schwer ist, 100 Leute zusammen zu bekommen und das stimmt natürlich, ja. Aber wäre halt schön, wenn man am 31. August eine Soundparty veranstalten würde, würde mir das gefallen. Ganz einfach, ich tanze ganz gerne. Ja? Und diesmal würde ich mich nicht verjagen lassen. Ist wieder ja. Ja, wenn da einer schlechte Laune hat, kann er mir aus dem Weg gehen und dann ist gut. Ja? Außerdem, die haben ja alle keine schlechte Laune, ich war ja der Idiot. Ja, das war so gut gewesen da, die Party, ja, und ich habe die verpasst. Warum? Naja, weil ich mich habe ärgern lassen, ja. Was machst du denn hier? Hallo? So. Ja, ja, und ich lasse mich nicht mehr ärgern. Von keinem, ist vorbei. Ja, was soll mich das noch aufregen? Nein. Ach, da fällt mir gerade ein, DJ Zyklop. Dich mag ich ja, ne? Du bist okay. Und ich freue mich schon auf den Ponyhof. Ja? Am 31. August. Ja, das wäre so schön, wenn ich mal wieder so wie früher auf zwei Partys tanzen gehe. Früher war ich ja überall.
Ja, ich wusste, das Schlimme war immer, wenn ich bezahlen wollte, haben sie gesagt, ist schon bezahlt. Hat genervt manchmal. Ne? War nicht überall, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Ne? Manchmal musste ich auch bezahlen, aber normalerweise, das ist doch wurscht, darum geht es ja nicht. Es geht um Spaß, um Liebe und um Freude geht es im Leben. Um was anderes geht es dabei nicht. Okay, ciao. In diesem Sinne, schönen Tag.